An die Börse zu Stefan Wolf. Wir schauen auf die Preise, die die Bauern für ihre Produkte erhalten. Diese Erzeugerpreise sind um 3,7% zurückgegangen. Wie kommt das? Nun, die Erzeugerpreise sind zurückgegangen, weil sie im vergangenen Jahr so drastisch gestiegen sind. So einfach lässt sich das erst einmal erklären. Dabei ist sind die Unterschiede in den jeweiligen Warengruppen sehr groß. So ist zum Beispiel der Preis für Getreide um 30% zurückgegangen. Milch ist deutlich billiger geworden, während Schlachtschweine deutlich teurer sind. 35% plus hier und ein 30%iges Plus sieht man beim Gemüse. Trotzdem in der Summe gehen die Preise leicht zurück und das sorgt für einen etwas entspannteren Blick auch auf die Inflationsrate und die Hoffnung, dass das Ganze natürlich auch in den Supermarktregalen ankommt. Der deutsche Aktienindex bewegt sich kaum, liegt ein Punkt im Minus bei 15.653 Punkte. Hier wartet man auf die Zinsentscheidung der EZB am Nachmittag. Danke, Stefan Wolf nach Frankfurt am Main.